legen Sie sich auf die Bergbank ab, dann nehmen Sie Ihre linke Hand und greifen hier vorne. Genau, sehr gut. So, ich denke, das habe ich nicht gehört. Der Blatt bringt sich weiter nach vorne, bringt sich weiter nach hinten. So, stellen Sie sich jetzt hier hin, dass einer Ihrer Beine bzw. eins Ihrer Fuß aufs Pedal kommt. Und dass Sie auch eine richtige feste Position haben. Ja, die haben Sie. Okay. Dann setzen Sie nur nicht das Werkzeug an, lassen Sie noch ein bisschen Abstand, aber bringen mit Ihrem Fuß das Holster in den Schwung und gehen Sie so schnell wie möglich hin. Langsam, erstmal nur drehen. Also konzentrieren Sie sich nur aufs Drehen, nicht aufs Werkzeug. Nur aufs Drehen, nur mit dem Fuß. Ja, das lassen Sie. Aber das müssen Sie schnell. Ja, zeigen Sie kurz mal, wie wir den Fuß kontrollieren und passieren. Ja, das müsste die ganze Zeit so laufen. Weil je schneller Sie das Teil hier geht, desto besser können Sie arbeiten. So, wenn Sie den Strom haben, gehen Sie langsam mit dem Werkzeug dann ran. Ein bisschen Kraft ansetzen, nicht zu viel Kraft ansetzen, aber ein bisschen mit dem Wind, ein bisschen mit Kraft arbeiten. Fakt ist aber, dass wir sie das bewegen und das mit dem Werkzeug reinnehmen. Also erstmal, genau, genau, das die ganze Zeit. Nie aufhören, nie aufhören. Jetzt versuchen Sie langsam mit dem Werkzeug und mit Kraft hinten ranzukommen. Das muss sich bewegen. Wenn Sie nicht bewegen, können Sie nicht arbeiten. Nochmal. Genau. Genau. Jetzt versuchen Sie langsam ranzugehen. Aber weiter, weiter, weiter. Und arbeiten zu lassen. Okay. Warte mal, warte mal. Wir müssen hier ein bisschen Dreck produzieren, erst dann lasse ich sie laufen. Okay, Fuß runter, gleich zurück erst dran. Fuß runter, Fuß runter. Ich mache das jetzt für Sie. So, Achtung. Wenn zu viel Kraft blockiert auch alle, zu wenig Kraft produziert wird. Und es kann sich immer bewegen, wenn es nicht bewegt, passiert nicht. Okay. Gut. Abklopfen, genau. Genau, lass es gerade liegen. Jetzt sind wir nur die Brille.